During the long, cold Im langen, kalten Winter 1838-39, nachdem sie aus Missouri vertrieben worden waren, schienen die Heiligen das Gefühl zu haben, dass wir keine dauerhafte Bleibe finden würden, ganz gleich, wo wir Halt machten. Oh, wie Zion trauert. Ihre Söhne sind in den Straßen der grausamen Hand des Feindes zum Opfer gefallen und ihre Töchter weinen im Stillen. Zwischen 5.000 und 7.000 Männer, Frauen und Kinder sind von den Sammlungsorten in Missouri vertrieben worden. Sie mussten Haus und Land verlassen, um in Armut eine neue Bleibe zu suchen. Etwa 12 Familien überqueren jeden Tag den Fluss nach Quincy und etwa 30 warten ständig auf der anderen Seite darauf, ihn zu überqueren. Die gütigen Einwohner von Quincy sind großherzig und haben Mitleid mit uns. Wenn die Menschen in Illinois uns nicht beigestanden hätten, wären Hunderte von Heiligen gestorben. Wir schätzen diese Güte so sehr, als wären plötzlich Boten am Ufer des großen Flusses erschienen und hätten Nahrung und Kleidung unter den Leidenden verteilt. Als ein Bruder in seinem Haus Zuflucht vor den Stürmen bot, war der Fußboden oben und unten nächtelang mit Betten bedeckt. Sie lagen so nah beieinander, dass man kaum einen Fuß irgendwo hinsetzen konnte, ohne auf ein Bett zu treten. Einige unserer lieben Brüder, die mit uns Gott gepriesen und gebetet haben, liegen jetzt unter den Toten begraben. Andere, die vor ein paar Monaten noch dem engen und schmalen Pfad zu folgen schienen, haben uns zu unserem Erstaunen und Kummer verlassen und sind geflohen. Unser Prophet und viele andere, die uns lieb sind, sind immer noch im Gefängnis. Wenn wir die gegenwärtige Lage betrachten, scheint Zion völlig zerstört. Aber das ist nicht der Fall. Das Werk des Herrn schreitet voran. Der Geist des Herrn ruht seit einigen Monaten auf mir wie nie zuvor. Und auch wenn ich mich Tag und Nacht abgemüht habe, um die Kranken zu versorgen, wurden mir viele Stunden mühsamer Arbeit durch die Zwiesprache mit meinem Vater im Himmel versüßt. Mögen wir kühn und mutig sein und auf den Herrn vertrauen. Er allein wird dafür sorgen, dass die Macht der Finsternis vor uns flieht. Seid guten Mutes, auch inmitten des Widerstands. Verzagt nicht unterwegs. Ich weiß, dass der Weg für müde Pilgerer wie uns sehr eng und schmal ist. Wir finden nur hier und da einen Reisenden, der uns auf unserem Weg begleitet. Aber der Herr wird uns sicher ans Ziel führen.